Das war die ARD-Infonacht. Von jetzt bis Mitternacht hören Sie auf dieser Frequenz B5 aktuell, das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Der Bayerische Rundfunk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Intendant Ulrich Wilhelm, Hörfunkdirektor Dr. Johannes Grotzki. Verantwortlich sind für Bayern 1 und Bayern Dr. Susanne Zimmer, für Bayern 2 Kultur und Gesellschaft Wolfgang Aigner, für Bayern 3 und Jugend Walter Schmich, für BR Klassik Oswald Bougeon, für B5 aktuell Politik und Wirtschaft Mercedes Riederer und für Studio Franken Martin Wagner. Die Redaktionen arbeiten mit den Meldungen der Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks sowie mit den Nachrichten folgender Agenturen: dpa, AFP und Reuters. Das Team von B5 aktuell wünscht Ihnen einen guten Morgen. Samstag, 18. Januar, 6 Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Bei einem Anschlag auf ein Lokal im Diplomatenviertel von Kabul gibt es viele Tote. Reaktionen auf Obamas Geheimdienstrede reichen von Anerkennung bis Skepsis. Die Bundeswehr bekommt angeblich neue Aufgaben in Afrika. Das Wetter an den Alpen sonnig, sonst trüb, 3 bis 10 Grad. Im Studio Gabi Gerlach. Guten Morgen. Die Zahl der Toten nach dem Selbstmordanschlag in Kabul ist über Nacht gestiegen. Mindestens 16 Menschen kamen bei dem Attentat auf ein beliebtes Lokal im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt ums Leben. Die meisten von ihnen Ausländer. Die Vermutung, dass auch Deutsche unter den Opfern sind, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Aber IWF und UN-Mitarbeiter wurden getötet. Unter den Opfern des Terrors sind der Afghanistan-Chef des Internationalen Währungsfonds und mehrere Mitarbeiter der Vereinten Nationen. An dem koordinierten Angriff waren nach Polizeiangaben mindestens 3 Angreifer beteiligt. Zunächst sprengte sich ein Selbstmordattentäter im Eingangsbereich in die Luft, um den Weg für 2 weitere Angreifer freizumachen. Zeugen am Anschlagsort berichten von einer lauten Explosion und langen Schusswechseln. Die Taliban übernahmen schnell die Verantwortung für den Anschlag. Ihr Angriffsziel war das bekannte libanesische Restaurant Taverna im zentralen Stadtteil Wazir Akbar Khan. Die Taverna liegt dort im stark gesicherten Diplomatenviertel. Das Restaurant selber wird von Sandsäcken, Sprengschutzwänden und bewaffneten Wachen geschützt. Es ist besonders an Freitagabenden sowie gestern, also am muslimischen Wochenende, sehr gut besucht. Neben UN-Mitarbeitern, anderen ausländischen Helfern und Beratern gehören auch Journalisten, Politiker und Geschäftsleute zu den Stammgästen. Sandra Petersmann, ARD Hörfunkstudio Südasien. Die bedeutendste Reform der US-Spionage seit einem Jahrzehnt, sagen manche. Von vorsichtigen Korrekturen sprechen die meisten. Präsident Obama hat gestern in einer Rede deutlich gemacht, die USA halten trotz aller Kritik an ihrer Ausspähpraxis fest. Zwar will Obama die Zügel bei den Geheimdiensten straffer anziehen, aber das massenhafte Datensammeln will er der NSA nicht verbieten. Nach der Obama-Rede geht es nun darum, das Versprechen einer Reform der Geheimdienste umzusetzen. Und da sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie die NSA künftig die Privatsphäre von Nicht-Amerikanern schützen soll. Ein Versprechen mit großer Symbolkraft, von dem Experten aber ausgehen, dass es den Alltag der NSA kaum verändern wird. An anderen Stellen hat Obama Hintertüren eingebaut. So sollen ausländische Staatschefs nicht mehr abgehört werden, außer es gibt Sicherheitsbedenken. Der republikanische Hardliner und Fernsehkommentator Newt Gingrich nahm den Faden gleich auf und sagte, Kanzlerin Merkel könne ruhig abgehört werden, immerhin mache ihr Land Geschäfte mit Russland und Iran. Für die Amerikaner wichtig ist die Frage, was passiert mit der Sammlung von Telefonverbindungsdaten innerhalb der USA? Obama will das bisherige Programm beenden, die NSA soll die Daten aber weiter auswerten können. Wie das geschehen soll, das ist unklar. Justizminister und Kongress sollen Alternativen suchen. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner kündigte bereits an, die Sicherheit Amerikas müsse weiter die höchste Priorität haben. Und Senator Peter King, ein erklärter NSA-Unterstützer, freute sich, dass 99% der Programme intakt bleiben. Jan Bösche, Washington. Auch die deutschen Reaktionen auf die Rede Obamas sind geteilt. Der Vorsitzende des Außenausschusses im Bundestag, Röttgen, zeigte sich von der Rede enttäuscht. Die Reformvorschläge seien eher technischer Natur. Ganz anders sieht das der grünen Politiker Ströbele. Im ZDF erklärte er, Obama habe eine große Rede gehalten und bemerkenswerte Vorschläge gemacht. Ströbele ist aber skeptisch, ob die Pläne auch praktische Folgen haben.
Er hat einiges angekündigt, ob das tatsächlich umgesetzt wird und ob es tatsächlich wirkt. Da kann man skeptisch sein und da muss man zehnmal hingucken und da muss man Sicherung einbauen, weil wir haben ja immer wieder von der NSA auch in der Vergangenheit gehört, auch von der US-Administration, dass sie sich in Deutschland selbstverständlich an Gesetz und Recht halten. Und wir wissen heute, dass das eine Lüge war, weil es entspricht nicht dem deutschen Gesetz, die Kanzlerin abzuhören. Hans-Christian Ströbele von den Grünen war das im Heute-Journal zur Rede Obamas über die Zukunft der amerikanischen Geheimdienste.